Hallo Leute und willkommen zurück zu Emily's Miracle of Life. Eine Prüfung noch und ein Level, dann starten wir ins nächste Kapitel. Nur vollständige Bestellung. Lass die Kinder nicht warten. Liefere alle Produkte einer Bestellung gleichzeitig, okay? Ist an sich keine schwierige Sache. Wenn ich mich konzentriere und am besten auch das Tablett vorher nochmal komplett prüfe, dann müssen die eventuell noch einen Moment warten. Aber gut, sollte machbar sein. Vor allem bei den Robotern muss ich dann jetzt hier ein bisschen schauen, dass ich tatsächlich die richtigen Dinge mitnehme. Dann haben wir einmal die Tafel und einmal das Xylophon. Bitteschön. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. Und ich muss sagen, ich mag das Kapitel hier eigentlich total gerne. Also was heißt eigentlich? Ich mag es wirklich. Aber... war jetzt ein bisschen doof, aber gut. Aber ich freue mich hier so auf das nächste, muss ich auch dazu sagen. Jetzt spackt das wieder rum, ne? Ich habe gerade noch ein bisschen vor der Aufnahme in meinen Mauseinstellungen ein bisschen rumprobiert, weil ich dachte, so kann ich das Ganze irgendwie vernünftig hinbekommen. Aber nein. Und ich habe noch eine andere Maus zum Glück, aber ich dachte, ich bekomme es mit meiner hier jetzt noch hin. Aber anscheinend doch nicht so wirklich. So, soll ich hier schon kassieren oder ist da gleich jemand fertig? Ich weiß es nicht. Ich schnappe mir auf jeden Fall das und das nochmal dazu. So, dann bekommst du noch deinen Kakao. Ja, dann haben wir jetzt hier eine Kombo, das ist schön. Räumen wir dann da oben auf und für dich ist dann einmal der LKW. Gut, dann direkt hier unten aufräumen. Was ist mit dem Jungen links? Müsste der nicht genau jetzt auch fertig sein? Dann können wir nämlich hier zusammen abkassieren. So, er spielt da noch ein bisschen. Okay. Ja, ich freue mich echt so aufs nächste Kapitel. Ich denke, das ist dann so eine Art Schwangerschaftsgymnastik oder so, würde ich jetzt sagen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, so einmal den hier, dann haben wir einmal den hier, dann haben wir 1, 2, 3 davon und dann haben wir noch einen Kakao dazu. Oh, François möchte auch endlich mal irgendwas für die Babys. Okay, so, bitteschön, ihr zwei, das ist für euch. Dann haben wir einmal den Dino. Und kann ich das? Ich dachte, ich kann das jetzt vielleicht kombinieren. Ja, genau, machen wir das so und so. So, einmal ziehen, dann natürlich noch ein bisschen reiben und nochmal in die andere Richtung. So, du räumst da weg, das ist der Supi. Kann ich denn irgendwas machen? Nein, gerade nicht. Du bist auch noch nicht fertig. Okay. So, 1, 2, 3 mal Banane. Dann haben wir einmal den hier mit diesem hier. Und dann haben wir einmal das und das. Okay, was fehlt noch? Einmal die Schreibtafel. So, dann räume ich hier ganz schnell auf. Schnapp mir das hier und das Xylophon für dich. So, das haben wir auch. Dino wird auf jeden Fall weggeräumt. Ja, das klappt doch ganz gut, würde ich sagen. So, ihr zwei, was möchtet ihr? Einmal den Kakao und einmal diesen Roboter. Okay, Moment, ich schnappe eben schnell den Kakao, dann mache ich noch ganz fix den hier fertig. Und 1, 2, 3 davon. So, das ist für dich und das hier ist für dich, genau. Dann kassiere ich aber schon mal eine Tafel und einmal den Smoothie. Und dann kann ich auch direkt das Buch mitnehmen und vielleicht die Klötze hier auch noch. Ja, sie verliert das schon ohne Ende Herzen, aber ihr seht ja, ich versuche in letzter Zeit ein bisschen mehr tatsächlich auf Kombos zu setzen, weil ich so die Hoffnung habe, dass es mit den drei Sternen klappt. Also, es klappt ja nicht immer, aber ab und zu halt, ne? Wo ist eigentlich, 2, 3, wo ist eigentlich hier der LKW? Ich sehe den gerade gar nicht. Das hier für dich. Schön, dann räume ich da auf. Dann haben wir einmal den hier und einmal die Tafel dazu. Wo ist der LKW? Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Da können wir mal eben kurz aufräumen. Dann bekommst du diesen Roboter. Ach, da ist er. Jetzt habe ich ihn gesehen. Okay. So, das ist dann für dich. Dann kann ich hier schon mal kassieren. Räume den eben ganz schnell weg. Dann machen wir noch einmal den Roboter und ein Xylophon für dich. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen viel. Moment, ich warte eben auf ihn. Genau. Dann haben wir 1, 2, 3 Melonen. Dann haben wir 1, 2, 3. Und dann haben wir Buch und Xylophon. Und François möchte auch mal wieder was. Okay. Das sollst du bekommen, mein Lieber. So, klicken und jetzt nochmal klicken. Genau. Auch geschafft. Stern Nummer 1 haben wir auch schon. Den zweiten werden wir auch definitiv bekommen. So, für dich ist einmal der Dino. Kann ich irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Es gibt nichts zu tun. Ich könnte rein theoretisch einen Kakao immer auf Vorrat haben, aber ganz ehrlich, super wichtig ist das auch nicht. Ne? Ich habe zwar ein großes Tablett, aber trotzdem so und so. Also, den noch mit. Haben wir alle vier Sachen? Jawohl, haben wir. So, hier wird schon mal kassiert. Dann kommt der Dino auf jeden Fall weg. Und dann kommst du einmal mit diesen Füßen den hier und das, das und das dazu. Und was möchtest du? Einmal den hier und dann diesen Roboter. Okay. Dann machen wir da jetzt auch noch eben eine Kombo. Was möchte sie? Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange. Deshalb machen wir das so und so. Und einmal den hier, bitteschön. So, abkassieren, dann da oben aufräumen. Dann ist für dich einmal der LKW. Oh, das läuft ja gerade richtig gut. Wow, das freut mich. Da könnte es tatsächlich mit Stern Nummer 3 noch ganz gut hinhauen. So, für dich sind 1, 2, 3 Bananen und das süße Schäfchen. Ich warte noch eben kurz auf seine Bestellung. So, eine Tafel und ein Xylophon.
Das waren sogar zwei, aber hey, macht ja nichts. Ich darf ja was vom Tablett runterpacken, ne? Das ist ja nicht so das Problem. So, zwei Bücher für dich, mein Lieber. Und für dich ist dann einmal der Dino. So, François, wie sieht's bei dir aus? Noch irgendwas für die Babys? Nee, vermutlich nicht. So, ein, zwei, drei davon. Wow, jetzt gibt's ein bisschen was aufzuräumen. Dann haben wir einmal das und das. Dann haben wir einmal das hier und das dazu. Bitte schön, ich hoffe, ich habe alles. So, dann kassiere ich eben. Dann wird hier unten ganz schnell aufgeräumt. Dann haben wir ein, zwei, drei davon. Dann haben wir den Smoothie, den wir ja schon haben. Dann machen wir den Kakao und schnappen uns noch die Schreibtafel. Und dann habe ich hoffentlich alles. Eins, zwei, drei, vier. Ja, sehr gut. So, hier nochmal aufräumen, den nochmal wegpacken und dann passt das schon. So, hier oben noch schnell aufräumen und dann sollte das echt gut machbar sein. Ich lasse ihn jetzt aber noch warten, sodass wir da vielleicht noch eine Kombo zum Schluss haben. So, beeilt euch mit Futtern und Malen und was ihr da sonst so tut. Juhu, drei Sterne, ja super. Und die Aufgabe auch geschafft, das freut mich. So, Leute, letztes Level. Das größte Muttertagsgeschenk. Susan beginnt endlich, Kinder zu verstehen. Jetzt müssen sie sich nur noch konzentrieren. Hilf ihnen dabei. So, was sagt eigentlich der Laden? Weiß ich gerade gar nicht. 525. Okay, das können wir uns dann noch nicht leisten. Sehr gut, Kinder. Ich denke, wir sind bestens auf unser Muttertagsprogramm vorbereitet, nicht wahr? Also, lasst uns noch ein letztes Mal üben. Hoppla, Entschuldigung, ich komme später wieder. Das ist schon in Ordnung, Sie brauchen sowieso eine Pause. Scheint jetzt alles viel besser zu laufen. Ja, eigentlich hast du mich dazu inspiriert. Ich habe all ihre Energie in eine spannende Choreografie einfließen lassen. Wie wäre es eventuell mit einer kleinen Vorschau auf das Muttertagsprogramm? Oh, auf keinen Fall. Ich will überrascht werden. François, bring du bitte Paige nach Hause. Oh, die sind so süß, ne? Kümmere dich um die Kinder, damit sie nicht abgelenkt werden. Okay, wie ist das? Kann ich da irgendwie... Muss ich da draufklicken oder melden die sich? Ah, okay. Gut, und wie mache ich das? Warum... Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich mache erstmal das hier eben kurz fertig. Nein, das war natürlich falsch. Was muss ich denn machen? Einfach nur... Ich habe das noch nicht so kapiert. Ich habe es noch nicht kapiert und das hier läuft gerade überhaupt nicht so jetzt. Aber also, dann haben wir... Ich hoffe das nicht. Dann den Smoothie dazu. Und dann einmal das hier und einmal die Tafel. Bitte schön, ich hoffe, ich habe alles. So, dann... Ah, ich kapiere es. Alles klar. Ich habe es kapiert. So, das dazu. Dann einmal das hier. Dann noch einmal das hier, dann bist du das, ne? Oder bist du das? Ne, das bist du links. Okay, so ein, zwei, drei davon. Es ist gerade ein bisschen schwierig, aber gut, ich bringe mal kurz das hier rum. Dann haben wir einmal eine Schreibtafel, da ist Karl, da bist du. Schreibtafel, dann haben wir das hier. Was wollte ich jetzt noch mitnehmen? Xylophon. Leute, ihr macht mich hier ganz durcheinander. Mann, das ist ja unfassbar. So, das bist du in der Mitte. Und dann muss ich hier einmal aufräumen, dann mache ich den Kakao, dann mache ich das hier. Ich glaube, wenn es hier gleich ein bisschen ruhiger ist, wenn die ersten so weg sind, dann ist das gar nicht so das Problem. Das war jetzt sie in der Mitte. Okay, Moment, dann ist einmal der LKW für dich, bitteschön. Dann kassiere ich, dann räume ich auf. Und jetzt wird es zum Glück ein bisschen leerer hier. Das ist ja schon mal gut. Ja, man kann es nicht wirklich erkennen, oder? Wer das gerade ist, der dann nicht wirklich konzentriert ist. Das bist doch du in der Mitte, oder? Nee, das war eher außen. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, aber irgendwie wird es schon hinhauen. Also, dann haben wir zwei Tafeln für euch. Bitteschön, das bist aber du in der Mitte. Oder aber du. Keine Ahnung. So, François möchte auch irgendwas. Okay, was möchtest du, François? Windel oder Futter? Weiß es nicht, das sieht auf jeden Fall nach Windel aus. Okay, bitteschön. So, einmal nach rechts und ein bisschen reiben und einmal nach links. Und wer macht hier Stress? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt hier erstmal der Dino weg. Und dann räume ich da eben fix auf. Dann kassiere ich hier. Dann haben wir eine Tafel. Hier muss irgendwie geklickt werden. Dann haben wir, Moment, das hier. Nein, das solltest du gar nicht rumbringen, aber ist egal. Ja klar, das sind die unterschiedlichen Kinder, die sich da irgendwie melden. Aber ich kann gerade dann nicht einschätzen, wer das ist, weil ich weiß es nicht. Aber es wird auch so hinhauen. Gehe ich mal stark von aus. So, das ist für dich. Bitte schön, irgendwer von euch ist nicht konzentriert. So, dann haben wir einmal die Tafel und ein Xylophon für dich, mein Lieber. Dann räume ich kurz den LKW weg. Das bist doch du hier rechts, oder? So,
da wird abgeräumt. Hier machen wir Kakao und in der Zwischenzeit schnell den Roboter. So, das war wieder nicht sie, das war er da hinten. Okay. So, dann noch ein Kakao und ein, zwei, drei davon. Das bist du rechts, genau. Dann schnappe ich mir noch den hier dazu. So, dann räume ich hier erstmal auf. Dann haben wir ein Xylophon, das bist du in der Mitte. Und einmal das Schäfchen. Ach, ich wollte doch ein paar mehr Kombos beim Servieren machen. Na gut, ist aber hier jetzt gar nicht so leicht. Das bist du in der Mitte, ne? So, einmal das hier und das hier in blau, bitteschön. So, für dich ist die Tafel und das Buch. Und das bist du rechts, ne? Hier wird abgeräumt, dann kann ich hier schon mal kassieren. Oh, François möchte auch wieder was. Ich hoffe, er möchte diesmal irgendwas zu futtern. So, dann haben wir einmal den hier, bitteschön. Dann haben wir hier nochmal den Dino, bitteschön. Nein, er möchte eine Windel. Dann kannst du gleich da hingehen, das bist du. Hier einmal ziehen. Dann noch ein bisschen reiben und nochmal ziehen. Okay, den hier können wir aufräumen. Und wo ist der Dino? Ach, da ist der Dino. Okay, er hat da gerade noch mit gespielt. So, dann haben wir eins, zwei, drei davon. Die Windel ist jetzt überflüssig, die ich noch dabei habe. So, das bist du links, glaube ich. Ja, genau. So, Windel kommt weg. Und was möchtet ihr zwei? Einmal das hier, einmal den Kakao. Das bist du in der Mitte. Oder war du? Ich bin mir nicht sicher. Das hier, das hier. So, ein Smoothie zu viel. Dann schnappe ich mir noch die Tafel. Dann natürlich scharf. Das bist du in der Mitte. Kann ich jetzt eventuell genau noch auf ihre Bestellung warten? Dann machen wir das nämlich so und so. Das bist du rechts. Oh, hier könnte es vielleicht mal wieder etwas kritischer werden mit den drei Sternen. So, das ist auf jeden Fall für dich. Das ist der links, hier wird abgeräumt. Du bekommst den LKW und dann kassiere ich hier schon mal. Obwohl, nee, nee, das klappt. Das klappt, da bin ich mir doch sicher. Sah gerade erst so aus, da summen, ja, wer weiß. Aber ich denke, das wird doch schon ganz gut funktionieren. So, das bist du, mein Lieber. Und hier ist der LKW. Du bekommst einmal die Tafel und das Buch dazu. Was ist mit dir? Entscheidest du dich dann auch noch? Oder brauchst du noch ein bisschen? Du bekommst dann nämlich einmal das hier. Und ein, zwei, drei Bananen. Bitteschön und bitteschön. Das bist du links, glaube ich. So, dann wird das schon mal kassiert. Hier wird aufgeräumt. Du bekommst den Dino. Und hier wird auch nochmal kassiert. So, das bist du mal wieder. So, ein, zwei, drei. Das hat nicht funktioniert. So, so, sehr schön. Dann haben wir einmal die Tafel. Die Aufgabe haben wir geschafft. Das ist fantastisch. Dann haben wir einmal den blauen mit Füßen und einmal den hier mit Füßen. Habe ich alles? Ja, ich habe alles. Okay, dann eine Tafel dazu, zwei Xylophone dazu. Und was fehlt noch? Der Roboter. Schön. So, dann haben wir hier... Oh nein, ich habe eine Tafel vergessen. Oh nein, es tut mir leid. Aber wir hatten wenigstens die Dreier-Kombo. Und den dritten Stern haben wir auch. Ach, super. Das freut mich. So, können wir da oben schon mal aufräumen und dann bleibe ich, glaube ich, direkt hier stehen. Denn die beiden müssten ja auch jetzt jeden Moment fertig sein. Oder? Ja, sie sind fertig. Ach, schön. Leute, nochmal drei Windeln genommen. Total sinnfrei. Nächstes Kapitel. Ich freue mich. So, sehr schön. Paige, du warst so toll. Die beste Probe bis jetzt. Ihr werdet einfach wunderbar sein, wenn der große Tag da ist. Warum ziehst du so ein Gesicht, Liebes? Weil Mama gesagt hat, dass das mein letzter Tag hier ist und ich bin traurig, weil ich die Babys hier vermissen werde. Keine Sorge, Schatz. Ganz bald schon wirst du zu Hause deine eigene kleine Schwester haben. Papa, Papa, hast du mich tanzen gesehen? Oh. Natürlich, Großer. Hat es dir gefallen? Es war großartig. Warte mal kurz, okay? Du wirst doch nicht aufhören, meine Mama zu sein, wenn das Baby auf der Welt ist, oder? Natürlich nicht, Liebes. Deine Mama hat am Anfang vielleicht viel zu tun, wenn das Baby noch ganz klein ist, aber du darfst nie vergessen, der Rest der Familie ist auch noch für dich da. Auf Wiedersehen, François. Wir werden dich vermissen. Ihr werdet mir auch fehlen. Warum malen wir nicht ein riesengroßes Bild von uns allen für François, damit er uns jeden Tag sehen kann? Und
ich wollte dir auch noch einmal für deinen Rat danken. Das hat wirklich alles für mich verändert. Lass dich einfach vom Strom treiben. Lass dich vom Wind treiben. Wenn es doch nur so einfach wäre, nicht wahr? Ach ja, Emily. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ne? Sie mit ihren wunderbaren Ratschlägen, sie hilft einfach jeder Person. So, Leute, zu viel Einsatz. Kapitel 4, Level 31. Entspannen, fester. Das Spa soll eine Oase der Entspannung sein. Warum sind dann alle so angespannt? Oh, das kann ich mir auch nicht erklären. Viel zu anstrengend. Du meine Güte, bist du Emily von Emilys Übung macht den Meister? Das bin ich. Es war tatsächlich eine meiner Zuschauerinnen, die dich empfohlen hat. Wow, bei dir dauert es aber jetzt nicht mehr lange. Wir sind ein pränatales Yoga-Studio. Du bist also in guten Händen. Ich bin ehrlich gesagt auch etwas neidisch. Mein Mann und ich probieren es jetzt schon seit einiger Zeit vergeblich, schwanger zu werden. Okay, bist du bereit, dich zu entspannen? Das ist extrem wichtig für dein ungeborenes Kind. Also gut, nimm die Position des erweiterten Dreiecks ein. Los, zack, zack. Oh, wie cool ist das denn hier? Das finde ich immer richtig schön. Wow, wie entspannt. Oh, richtig geil. So, du bekommst den Ball und Ball bedeutet ein Minispiel mit ein bisschen Klickerei. Okay. Oh, das ist ja echt gut. Die mit den Badekappen. Oh, wie geil. So, das hier ist ein Whirlpool. Die sitzen da, werden vermutlich irgendwas zu essen oder zu trinken bestellen. Sind das Reiswaffeln oder so? Sieht gerade so aus. So, davon eine und dann ein bisschen Zitronensaft, Zitronenlimonade. Ich weiß es nicht. Da ist auch schon Karl. Oh, das gefällt mir hier echt richtig gut. Wow, total schön. So, wo haben wir denn das Handtuch? Ach ja, und das brauchst du auch noch. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Bin ich gleich gespannt, wenn wir dann im Laden bzw. in der Menüauswahl mal nachschauen können. Also klar, Handtuch, Ball. Ich würde jetzt sagen, das könnten irgendwelche Öle oder so drin sein. Ätherische Öle, ich habe keine Ahnung. Und was möchtest du? Ich lasse den älteren Herren da jetzt ein bisschen warten. Du bekommst auch einmal das hier und den Saft dazu. So, hier wird später auf jeden Fall noch was gemacht. Ach, ich habe aus Versehen zwei genommen, ne? Deshalb, okay. So, pressen, wie ist das? Ja, ich habe mich gerade noch gefragt. Ich habe mich gerade noch gefragt, warum zeigt der Pfeil denn auf die Presse und nicht auf die Zitrone? Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Aber, ja, keine Ahnung. So, das hier dazu, bitteschön. Das ist dann für dich, mein Lieber. So, räumen wir hier schnell den Ball wieder weg. Juhu, Stern Nummer 1 haben wir schon. Oh, das finde ich echt gut mit diesem Plätschern im Hintergrund. Das gefällt mir gerade mega gut. Wobei ich jetzt dachte, das wäre halt so ein reines Schwangerschafts-Spa oder so. Aber hier kommen ja anscheinend auch ältere Herrschaften hin. Oder auch einfach einzelne Männer im Achselshirt. Keine Ahnung. Du bekommst auf jeden Fall das hier und einmal den Zitronensaft. So, dann gehe ich davon aus, dass später auch Kunden hier im Whirlpool sitzen werden. Hier wird auf jeden Fall noch was liegen. Hier wird noch ganz viel liegen. Und vielleicht kommt noch irgendwie ein zweiter Tisch oder so dazu. Ja, ich bin gespannt. Ich warte jetzt erstmal auf Ihre Bestellung, dass wir da noch eine schöne Kombo haben. Und was möchtest du? Einmal das hier und einmal den Zitronensaft. Ach, die müssen jetzt schon warten. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. Ist ja gut. So, dann können wir hier nochmal eine Zitrone auspressen. Vielleicht sogar noch eine, damit wir mal schauen, was denn da so das Maximum ist. Da haben wir schon mal drei, da haben wir jetzt vier. Da kannst du aber dann hoffentlich noch ein bisschen weitermachen. So, und hier noch ein bisschen wildes Rumklicken. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Minispiele, also in Anführungsstrichen Minispiele, hier ein bisschen eintönig finde, oder? Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass ein bisschen mehr kommt. Vielleicht auch so richtige Minispiele, also nicht nur klicken, sondern wirklich so, wie wir es von Hearts Medicine oder so kennen. Dass da ein bisschen was, ja, gemacht wird, aber gut, leider nicht. Ich wollte jetzt noch auf die Rentner warten und wollte, wie gesagt, schauen, was hier das Maximum ist. Ah, 6, okay. 6 ist voll okay und es ist schon Schichtende. Oh, dann kriegen wir die 3 Sterne nicht, oder? Jetzt noch 20? Ja, ich bin mir nicht sicher. Müssen wir schauen. Also, das ist für dich, das ist für dich. Ich gebe Gas, ich beeil mich. Und? Haut es noch hin? Ganz knapp. Ja, oh super.
richtig gut. So, sehr schön. Meine Damen, ich möchte, dass ihr nächstes Mal eure Partner mitbringt. Es ist entscheidend, dass sie in dieser wichtigen Phase anwesend sind, wo es darum geht, eine emotionale Bindung zu Kind aufzubauen. Hey, Schatz, hast du den Termin mit der neuen Kinderwunschspezialistin gemacht? Ich habe die gleiche Stimme wie Patrick. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Ja, übrigens, es tut mir leid. Ich hab's total vergessen. Andy, das ist jetzt der dritte Tag hintereinander, dass du nicht angerufen hast. Ich habe dir doch gesagt, wie schwer es ist, einen Termin bei ihr zu bekommen. Ich mache es morgen, versprochen. Bitte, das ist sehr wichtig. Ich habe doch gesagt, dass ich es morgen machen werde, okay? Okay, tut mir leid, dass ich dich angemeckert habe. Es ist nur... Es ist aufregend, weißt du? Neubeginn, neue Ärztin. Ja, ja. Oh. Ach, oh, die Armen tun einem voll leid. Schatz, die Leiterin meiner pränatalen Yogastunde will, dass wir morgen unsere Ehemänner mitbringen. Sie sagt, dass es entscheidend ist, dass du in dieser wichtigen Phase des emotionalen Verbindungsaufbaus anwesend bist. Ach Mensch, das hört sich ja ganz toll an und so, aber ich stecke gerade mitten in einem wichtigen Projekt für meine Männerhöhle. Wenn ich das jetzt verschiebe, dann ruiniert das alles. Warum nimmst du nicht François mit? Sie ist wohl der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, dass du dabei bist. Unsinn, ich bin mir sicher, dass er das ganz großartig machen wird. Ich gehe ja stark davon aus, dass der Patrick natürlich nur irgendwas Nettes, Tolles für sie vorbereitet. Aber trotzdem, verkettete Lieferung Mary Lynn möchte alle Kunden gleichzeitig zufriedenstellen. Hilf ihr, einige Kettenkombos zu erzielen, okay? Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der Patrick irgendwas Nettes macht, aber trotzdem. Brombeergetränk, später dann Pfefferminztee, das ist eigentlich ein Ball, das ist, dürfte klar sein, wird sich auch nicht ändern. Das hier ist ein Mikrofaserhandtuch, okay, und der Rest dürfte eigentlich auch klar sein, oder? Nee, ich wollte wissen, ist das eine Reiswaffel? Einfacher Reiskuchen, ach ja, okay, und was haben wir hier? Das ist einmal Badeseife, okay, und Limonade dürfte auch klar sein. Erledige 5 Lieferungen, oh nein! Oh, das ist wieder sowas. Das ist wieder sowas wie beim letzten Mal, ne? 5 Lieferungen hintereinander. Ah, das ist 100... Wow. Das waren viele. Das ist 100 pro wieder sowas. Und ich habe auch eure Kommentare dazu gelesen. Aber ihr wart euch da übrigens auch nicht einig. Kannst du das mal bitte abgeben? Ihr wart euch da auch nicht einig. Also ich habe da unterschiedliche Sachen gelesen. Bei vielen dachte ich mir so, nee, das kann nicht sein. Aber ich glaube, da waren auch 1, 2 dabei, die tatsächlich richtig waren. Und da ging es nur um die Leute, die hier vorne stehen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das ist wieder genau das Gleiche. 5 Lieferungen nacheinander. Ja. Check ich nicht. Also eigentlich kann ich es direkt knicken, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Das ist wirklich genau das. So, einmal das hier und einmal das hier. Ihr habt mir da irgendwas geschrieben. Ach, was war das denn? Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Von wegen irgendwas auf dem Tablett, dass ich da... Ja, nee. Das ist so doof beschrieben hier, ne? Ganz ehrlich. Das finde ich richtig doof wieder an dem Teil. Also es gab ja ein paar Emily-Teile, wo das auch so richtig doof beschrieben war. Dann wiederum was. Bei manchen echt gut. Aber das hier ist jetzt wieder so... Ah, das ist so... Das ist so doof. Lieferung hintereinander, vor allem... Nee, Leute, ich glaube, ich knicke. Ich kann das knicken. Ich finde das jetzt nicht raus. Warum? Warum steht das da so doof? Erledige 5 Lieferungen nacheinander. Das ist doch... Nee. Das ist sinnfrei. Ich kann es jetzt durchziehen, klar, aber es wird mir sowieso nichts bringen. Und vor allem kommen noch so wenig Leute, die tatsächlich hier was bestellen, dass ich mich frage, wie das funktionieren soll. Oder war das so? Ich überlege gerade. Nee, das hat ja auch nichts gebracht. Oder war das so,
Passt mal auf. Quatsch, was mache ich hier? Nochmal, ja bitte. Ich möchte jetzt nochmal eine Sache eben kurz ausprobieren. Oder war das so? Ja, ich glaube, ich weiß, wie es war. Es war so, dass ich einfach im Endeffekt nur Servierkombos machen musste. Ich glaube, so war das. Und das Ganze dann 5-mal, ne? Wir werden sehen, wenn es jetzt funktioniert. Das für dich und das für dich. Ja, hat funktioniert. Alles klar. Gut, ich habe es kapiert. Das bedeutet, ich kann jetzt hier ohne Probleme aufräumen. Ich kann ohne Probleme kassieren. Ich muss jetzt nur auf die nächsten warten, damit ich hier mit denen eine Kombo mache. Okay, also im Endeffekt einfach nur mache Servierkombos und das Ganze 5-mal. Okay, bedeutet, die müssen jetzt warten. Und das bedeutet wiederum, ich kann doch das hier machen, oder? Es geht doch dann echt nur ums Servieren. Ja, blöd beschrieben, aber jetzt habe ich es raus. Da kann ich auch irgendwann endlich mal die andere Prüfung nachholen. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Da bin ich nur gespannt, ob wir dann auf die drei Sterne kommen, ne? Da bin ich gespannt. Yo, hat funktioniert. Alles super. Oh, richtig gut. Ich hätte sie jetzt eigentlich auch noch warten lassen können, ne? Dass wir da die Kombo haben. Aber ganz ehrlich, ich bin noch mit einem Stern zufrieden. Auch ein Stern ist absolut okay für mich. So, sie möchte jetzt auf jeden Fall den Ball. Den schnappe ich mir schon mal. Dann kommst du und möchtest was? Mein Lieber, du möchtest einmal die Reiswaffel und einmal das hier. Das bedeutet, ich mache das so. Ich mache das so. Gehe dann nach oben. Ach, sehr schön. Ach, sehr schön. Ich habe es endlich kapiert. Wunderbar. So, passt das noch als Dreier-Kombo? Ah, nee, schade. Schade, schade, hat nicht mehr funktioniert. So, das Ganze jetzt noch 2-mal und dann kann ich zum Glück auch wieder Einzelbestellungen servieren. So, ihr bekommt einmal das hier und das wunderbare Brombeergetränk. Da müssen wir jetzt nur auf die nächsten Gäste warten. Da kann ich in der Zwischenzeit vielleicht noch ein, zwei Orangen, nein, Zitronenlimonade machen. So, mein Lieber, was möchtest du? Du möchtest einmal das hier und das dazu. Alles klar, dann bringe ich das erst oben rum, dann komme ich zu dir. Ich warte da jetzt aber nicht auf die. Ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange. So, komm, dann mach einfach nochmal 2. So, da haben wir wieder 6. Das ist super, das haben wir gut aufgefüllt. Stern Nummer 1 sollten wir definitiv bekommen. Bei 2 bin ich mir nicht sicher. 3 ist fast aussichtslos, würde ich jetzt so behaupten. So, ich muss da oben jetzt unbedingt erstmal aufräumen, bevor die da fertig sind. Genau, dann nehmen wir das mit auf dem Rückweg. Dann nehmen wir das hier mit. Und dann muss ich aber leider noch warten, bis die sich hier entschieden haben. Oder ich könnte aber in der Zwischenzeit... Ah, nee, Moment. Ich könnte auch... Genau, machen wir das so. Dann, genau, mache ich das nämlich einfach so. Und dann mache ich das so. Dann klicken wir hier. Und wir haben es gepackt. Oh, super. Ich bin happy. Und ich hätte mal wieder auf sie warten sollen. Aber egal. Das macht gar nichts, denn ich habe die Prüfung endlich verstanden. Oh mein Gott. Unfassbar. So, komm, dann machen wir einfach noch eine Zitrone. Es ist aber auch unglaublich wenig los hier, ne? Also wirklich jetzt? Können noch mal ein paar mehr Leute kommen. So, ihr zwei Hübschen, entscheidet euch. Du bekommst einmal das. Dann haben wir das Handtuch und dann haben wir 1, 2 davon. Jetzt könnten aber noch ein paar Leute kommen, oder? Wäre total schön. Stern Nummer 2 haben wir auch. Wenn jetzt noch 3 oder 4 kommen, aber das wird nicht passieren, dann hätten wir vielleicht sogar den dritten bekommen, aber gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine Kombo. Vielleicht haut es ja trotzdem hin. Aus irgendeinem glücklichen Grund, eine glückliche Fügung. Ich weiß ja nicht. So, du möchtest das dann auch. Okay, nehmen wir direkt nochmal mit. Und 2 davon, bitteschön und bitteschön. Dann gibt das nochmal ein paar Punkte und das Abkassieren auch. Und die Tische sind auch sauber. Nein, nein, nein. Gemein. Ganz gemein. Aber gut, kann man nichts machen. So, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Moment, ich sehe gerade, wir können hier wieder was machen. Was ist denn jetzt neu, Wiege? Das war die Lampe vom letzten Mal. Was ist das denn? Ich dachte gerade, es ist für ein Schrimps oder so. Oh, das ist süß. Das finde ich auch toll. Oh, ist das niedlich. Oh. Moment, wie sieht das denn in anderen Farben aus? Oh, wollen wir das nehmen? Das kostet 12 Diamanten. Das hier, ja gut, das kostet nur 6, aber die anderen sind irgendwie schöner. Hm, also ich finde das süß, aber auch das hier in Blau gefällt mir, weil das Männchen da so toll ist. Aber komm, wir nehmen das hier. Komm, wir nehmen auch mal ein kleines bisschen was Grünes. Ach du meine...
meine Güte. Es kommt mit den neuesten Fortschritten aus. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich konnte es nicht lesen. Aber für ein hässliches Foto ist immer noch Zeit. Gut, Leute. Das war's für diese Folge. Also auf das Kapitel habe ich richtig Bock. Da freue ich mich auf die weiteren Level. Und danach kommt das Krankenhaus und dann sind wir wieder zu Hause. Okay. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.